Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit dem LS-Profi und mit dem LU zusammen. Genau, das sind wir. Hallo, hallo. Und ja, besser mal gerade auf dem Weg zur nächsten Ausstellung. Und da Felix dort da hinten noch geheime Gespräche führen. Kommst du jetzt, Junge? Die Bockwurst gibt's hinne. Los hinne. Komm, fahr los hier, der kann ja nicht mehr laufen, ey, ganz ehrlich. Das hat ja noch reingeschafft, ey, ist doch unfassbar. Und jo, ja. Jetzt sind wir gespannt, was sie da vorbereitet haben, die zwei Kollegen da. Boah, der Sieg ist schon wieder geiles. Alter, verwollt. Mir wird jetzt schon schlecht bei der Fahrerei. Oh, wir haben schon wieder 1 Million verloren. Egal. Wir brauchen mal wieder 1 Million, Justin. Boah, der fährt. Die Bank sagt nein. So, wir sind angekommen. Oh, ganz schöne Maschinen, ganz schöne Ballen, ey. Oi. Ja, die haben ja gepresst. Boah, da gibt's schöne Maschinen. Boah. Pff, was ist das für ein Gerät? Lass mich. Ah, 8R mit einem Jens HM503. Junge, kann sich mal verpissen, Alter. Guck dir mal das dicke Gerät hier an. Junge. Boah. Was in deiner Hose ist. Das Gerät. Schmeckt, würde ich sagen, das Gerät. Einmal rum um die Bigger fahren. Was denn? Der Weg ist ja aber nicht so gut ausgebaut. Fahr wieder zurück, ey. Was ist hier los? Ich wollte eigentlich einmal um die Bigger rumfahren, damit ich gucke, dass die Maschine ordentlich ist, aber irgendwie funktioniert das ja nicht so. Wobei ich sagen muss, die Maschine ist eigentlich ganz geil, ey. Also, ich würde mal gern den Jens Heim mit dem 8R kaufen, aber leider habe ich auch keinen Volt. Junge, den Jens, Alter. Also, dann wären wir aber bei einem Listenpreis von, warte. Boah, der 8R sieht auch wild aus, sehe ich gerade. Dann wären wir bei einem Listenpreis von 390. 390, 400. Boah. 478.000 Euro stehen hier gerade. Jetzt fährt er einfach. Oh, Alter, also, das hört mich halt da, das soll ich mit meiner goldenen American Dex. Kein Problem. Digga, ich hau. Bleib stehen, bleib stehen. Doch konnte ich hier undreh gegen die Sandsäcke gefahren. Oh nee, oh nee. Ey, die kosten zwar über 1 Million, eine, ne? Ja, also es tut mir wirklich leid für diesen inkompetenten Kollegen von mir. Hallo! Oh Mann, ey. Soll er sagen, wer inkompetent ist? Du. Du. So. Das soll ich euch dann wieder runter zum Hof bringen, weil wir werden hier soweit fertig. Ich muss noch kurz den Jens ausrüsten. Ich muss. Eh nicht. Das geht eh gleich schief, die Kabine ist eh gleich unten wegen dem Kran. Jens. Geht nicht davor, kann nicht kaputt machen. Und jo, ich hoffe, euch hat die kleine Vorstellung gefallen. Jetzt war ich noch schön da mit dem Teil da weg. Fahr! Ja, fahr! Chrissy, du musst aufs Gerät zurückstellen, hab ich gehört. Ey, es. Er fährt da, fahr mal du. Guck mal, wie er das Gerät hier hinstellt. Ich glaube, ich werde ihn immer richtig. Wir werden eh wieder zurückgegeben, die sind von Grimme gemietet. Es heißt Liz. Außer ihr wollt sie kaufen, der Listenpreis liegt bei 2 Millionen. Nee, lass mal gut sein. Lass mal gut sein. Zolli alles mit meiner American Dex, kein Problem. Hm. Ich hab noch ein paar Fortnite. Opa! Juhu! Oh. Oh, Alter, wir werden schon schlecht. Ey, meine schöne Pickup und mein Kofferraum! Junge, ich kotze gleich das ganze Ding hier hinne voll, Junge. Kannst ja hinne schwimmen, Alter. Ja, du stehst ja nur da drin, ich nicht. Oh, 3 Minuten. Tschüss.
Ich dachte schon, Chris wäre schlimm, aber das ist ja wirklich noch das Nonplusultra. Hallo, wo ja, soll denn das jetzt da wieder? Da war eine automatische Straßensperre. Digga, ich. Alter, ich kauf den ADAC Fahrsicherheitstraining, ey. Ist halt ganz wirklich so. Junge. Noel Gallmann, moin, wie geht's jetzt? Oh, Alter, wird mir schlecht, ey. Glaube ich, dann schon bei 150. Oh! Du kannst fliegen, Junge! Pass auf, da vorne kommt der Vogel. Achtung! Junge! Oh, ich kann da gar nicht hinsehen, ey. Alter. Oh. Alter, Gott sei Dank bin ich noch außer der Sprung in aus dem Auto. Geht's euch gut? Aha. Die Rechnung kommt. Jo, Leute, das LU und der Herr LS-Profi sind ein bisschen neben der Spur heute. Aber jetzt müssen wir uns... Jetzt müssen wir uns einmal um unser Business wieder kümmern. Und jo... Dann schauen wir mal. So, dele. Zack. Interessant mit dir hier unten. Wer ist interessant? Du. Du bist der Einzige, der hier noch im Channel mit mir ist. Lol. Hallo. Ja. Ich muss ehrlich sagen, eine Fender auf der Vorstellung, der ist eigentlich ganz geil hier, der billige. Der billige? Ja, den will ich mir auch wahrscheinlich holen. Nö. Verbiete ich den, hol ich mir. Spaß. Okay, warum? Nee, es gibt tatsächlich viele Sachen, die ich nicht wusste, dass man die sogar kaufen kann. Was soll das sein? Das große Ding hier. Hast du gewusst? Was habe ich gewusst? Dass der Felix mein bester Freund ist. Nö, wie kommst du da drauf? Das LU macht Feierabend für heute. Tschüss mit Ü. Ah ja. Danke dafür, Digga. Junge, das ist mal ein LU, Alter. Ich würde auch immer um 6, um 4 Feierabend machen, Alter. Uiuiuiuiuiui. Jo. Heute ist schon wieder mit, Teilzeit der Woche, heute ist ja Mittwoch 12 Uhr. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Wochenende gehabt. Und ja, das LU macht heute schon Feierabend. Und ja, ich häng da in der Tür fest. Lol. Ah ja. Ciao und tschüss. Zack. Zack, zack. Und jetzt geht's los. Auf geht die Party. Weiter geht's. Ich find's auch wieder geil, wie sie die Fahrzeuge so auf jeden Fall gestellt haben, das LU, ey. Find's richtig geil. Ich finde das gut für die Spitze, Alter. Du bist vielleicht mal ordentlich gespritzt und bleib nicht nochmal stehen, ey. So, das passt dann. Oh, dann passt das so. Dann. Wollten wir da weiter düngen? Da sind wir ja stehen geblieben.
in der letzten Aufnahme, glaube ich, in der letzten Folge. Und ja, da machen wir da weiter. Und der Herr liebe LS-Profi wird wahrscheinlich noch eine kleine Story erzählen. Oder haben sie keine Folge? Keine Story. Nichts Großartiges, weil das meiste hab ich wahrscheinlich jetzt, wenn die Folge kommt, schon erlebt, aber wir sind tatsächlich, heute ist ja Freitag, wir wollen, das Einzige, was ich erzählen kann, ist ja, dass wir morgen bei uns was ausschachten wollen und da ein bisschen Schotter an, damit wir auch nicht breiten Platz bekommen, aber mehr hab ich jetzt tatsächlich auch nicht, aber erzähl doch mal deine Real-Life-Story hier. Ich hab keine Real-Life-Story, weil nichts los ist du bei mir. Du hast eh mal eine Real-Life-Story. Wie läuft's mit der Selbstständigkeit? Gut. Oder wie wird's? Jo, geht voran. Das freut mich. Jo, was geht sonst so bei dir? Wie ist das Wetter? Wie ist die Laune bei Ihnen? Was ist jetzt los? Ist er weggebrochen? Paulus, du! Du Mieter, Junge. Scheißdreck, Alter. Warte kurz. Was hat er denn? Was denn los? Ich sitze auf dem trockenen Keller, ich kann ja mir so viel Strom ausgeben hier. Passt. Nee, alles gut, passt jetzt. Jo. Aber was willst du eigentlich alles anbieten, wenn du selbstständig werden willst? Weiß ich gerade noch nicht. Will ich noch nicht? Aber warte mal, eins muss ich jetzt mal einstellen, das gibt mir schon die ganze Zeit auf den Piss, ey. Was denn? Breite vom Düngestreuer, ich hab die Leute nur 15 Meter, Alter. Wo kann man denn das einstellen? Konfiguration. Konfigurierst du es einfach anders da. Ach so, das meinst du? Ja. Ich geh doch das, ja, wir haben so einen Mod drauf, wo du einstellen kannst. Nein. Ich kann eigentlich. Das Einzige, was ich machen kann, ist, wenn die Menge, die sie rausmacht. Hat mir eigentlich irgendwann mal gesagt, dass wir keine Missionen machen dürfen oder können wir auch Missionen machen? Na, no, glaub nicht, wir dürfen glaube ich keine Missionen machen. Schade. Hab mir glaube ich am Anfang in der ersten oder zweiten Folge gesagt. Schade. Schade, Limonade. Limonade. Bei uns heißt es Marmelade. Aber bei jedem seins. Bei mir sagt man das in der Gegend so, keine Ahnung, wie es bei euch ist. Jo, sag einmal, wie es bei euch das Wetter ist. Aktuell? Ja. Ist jetzt noch trockener. Gucken, wie lange das bleibt. Jo, dann ist heute die Mittwochsfolge. Dann haben wir noch Freitag und dann ist schon wieder... Freitag ist wieder Livestream. Ja, dann ist schon wieder... Livestream-Eskalation, ey. Weiß ich auch gar nicht, wir sind glaube ich sogar diese oder nächste Woche kommen sogar auf die 50. Folge. Das heißt, wir haben schon die Hälfte rum, Alter. Das ist schon wieder krass, Junge. Die Zeit vergeht, Junge. Das ist ja normal. Und dann steht da bald der LS22 vor der Tür. Wer ist das denn? Der kommt ja auch noch. Im Quartal 2021. Und jo, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, ob ihr euch drauf freut oder eher nicht. Ich glaube aber schon, weil jetzt macht schon einen Unterschied, ob man mit Seasons dauerhaft spielt und mit besserer Grafik. Ich bin halt mal gespannt, ob der Multiplayer besser wird, weil der ist aktuell, also ich habe ja schon viele Multiplayer gesehen, aber der LS-Multiplayer ist halt einfach... Jo, über das diskutieren wir in der nächsten Folge, würde ich sagen, weil wir sind auch schon wieder zu Ende. Ich sehe mal eben, wie schnell die Zeit vergeht und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge, ciao, ciao. Good job.